Jetzt live auf den Trainingsplatz. Niklas Süle wird nicht mit dabei sein. Uli Köhler ist live mit dabei. Am Rande hat er richtig gescheppert beim Nationalteam in Wolfsburg. Uli, ist denn jetzt wieder einigermaßen alles sortiert? Ja, wenn es um Fußball geht und wenn man dann den Ball hat und den Rasen riecht, dann denken alle nur an Fußball. Also gestern war natürlich richtig durcheinander, aber wir schauen jetzt schon mal hin. Abschlusstraining hier auf einem Nebenplatz beim VfL Wolfsburg. Und alle sind mit rausgekommen. Also Kai Havertz ist nicht mit dabei, der ist im Hotel geblieben. Und auch zwei Torhüter, nämlich Kevin Trapp und Marc-André ter Stegen, die haben heute Morgen schon ein bisschen trainiert. Deshalb sind von der Torwartfront hier nur Manuel Neuer im Moment und Bernd Leno mit dabei. Jetzt die kurze Ansprache von Hansi Flick. Also jetzt geht es einfach countdown-mäßig zu und runter einfach für dieses Länderspiel dann morgen. Und wir sind hier auch alle angehalten, Masken zu tragen, also große Vorkehrungen. Als nichts noch was dazwischen kommt, waren schon gestern genügend schlechte Nachrichten. Aber jetzt wird sich auf Fußball konzentriert, denn leider ist es ja so, Thomas, im Moment ist das, was Niki Süle gestern passiert ist, passiert 40.000 Menschen täglich in Deutschland. So ist es. Sollten wir immer im Hinterkopf behalten, auch wenn wir uns natürlich über jedes Fußballspiel, das da draußen stattfinden kann, freuen. Wir sollten die Probleme, die wir insgesamt in der Gesellschaft haben, nicht vergessen. Deswegen, das haben wir heute auch schon diskutiert, war für mich auch die Frage, wie kannst du den Schalter jetzt umlegen? Wie ist da überhaupt normales Training ohne Sorgen, ohne Probleme, ohne Gedanken möglich? Wie war dein Eindruck von gestern und wie ist er heute? Also es war gestern Abend schon beim Training, war richtig eine Erlösung. Also hat man gespürt, dass die Spieler jetzt am Platz kommen können, dass sie sich wieder auf Fußball konzentrieren können. Natürlich war das ein Schock, dass es auch die Fußballer erwischt oder auch einen Fußballspieler erwischt. Aber irgendwie ist es ja, wenn man ein bisschen die Inzidenzen anschaut, ja auch kein Wunder. Es erwischt alle und niemand ist geschützt davor. Aber es heißt ja auch, und Thomas Müller hat es gesagt, es gibt viele Leute, die vieles wissen, aber wir werden auch mit diesem Virus, das kann ich mich erinnern, aber ich glaube, vor einem Jahr schon erzählt, man wird damit leben müssen. Und deshalb gehört jetzt auch dazu, dass man trainieren kann, dass die Spieler ein bisschen Spaß haben und dass morgen dann auch 26.000 Zuschauer in Wolfsburg ja ins Stadion kommen können, alle 2G. Nach der 2G-Regel, also nur Geimpfte und Genesene. Ansonsten können wir ja mal so ein bisschen die Kurve kriegen auf die sportliche Ebene. Das Einschwören habe ich von dir auch in den vergangenen Tagen immer wieder gehört. Das ist bei dir immer wieder gefallen. Wie kann das jetzt gelingen, ein Jahr vor der Weltmeisterschaft mit diesen Spielen gegen Liechtenstein und Armenien? Ich glaube, der Hansi Flick hat das schon ganz richtig, den Ansatz gefunden. Da ist es eigentlich komplett egal, gegen wen gespielt wird. Es geht darum, dass die Mannschaft als Truppe, dass die zusammensteht, dass die diesen Mannschaftsgeist entwickeln und dass die einfach ja nicht nur stolz sind, Nationalspieler zu sein, sondern sich auch hier wirklich mit allem beschäftigen, was mit der Nationalmannschaft zu tun hat. Und den ersten Erfolg hat man ja schon gesehen. Also das ist ja, das Programm hat Hansi Flick mit seinem Amtsantritt installiert. Und man hat es ja schon gesehen, das springt dann auch aufs Publikum über. Und es geht ja immer so, Nähe zur Mannschaft und der Fans. Und da hat sich was getan, obwohl auch aufgrund der Corona-Regel natürlich jetzt nicht mehr Autogrammstunden stattfinden können oder die Spieler und die Fans näher zusammenrücken. Also wirklich körperlich. Nein, es geht einfach darum, ein Feeling zu verbreiten. Und ich glaube, das Spiel in Hamburg, das war beispielgebend, da lief es nicht so gut für die deutsche Mannschaft in der ersten Halbzeit. Da wäre vor zwei Jahren noch gepfiffen worden, was das Zeug hält, und die Mannschaft wurde mit Beifall verabschiedet, weil einfach jeder gemerkt hat, auch jeder im Stadion,
das ist eine Truppe, die kann nicht nur gut Fußball spielen, die wollen auch. Und da kann es vielleicht wieder zu alten Höhen gehen. Natürlich ist die Mannschaft im Moment noch weit weg davon, Weltklasse zu sein. Wäre ja auch noch schöner, wenn das so schnell geht. Aber sie haben das Zeug dazu, sich stetig zu verbessern. Und genau das ist es, was Hansi Flick auch dann in diesen 10 Tagen von Wolfsburg und in Armenien, in Erevan, dann von der Mannschaft sehen will, dass sie einfach zusammenrückt. Und jetzt rücken noch ein paar Nachrücker zusammen. Auch das kann nur gut sein, denn man sieht ja, wie schnell es gehen kann und dann noch mehr Spieler gebraucht werden. Deshalb sind hier ja auch die Nachnominierten Jonathan Tah, der kam wegen Nils Schlotterbeck, der ja ein bisschen verletzt ist, mit muskulären Problemen hat er. Der kam schon früher, aber Kevin Volland ist jetzt noch dazugekommen. Und dazu die beiden Jungs aus Wolfsburg, Riedle, Baku und Maxi Arnold. Und die freuen sich natürlich auch, ein Loch im Bauch, dass sie wieder mitmachen können. Und werden hier auch in der Mannschaft gut aufgenommen. Also das ist schon ein Geist, der nicht nur gepredigt wird, sondern auch gelebt wird. Ja, und noch ein Wolfsburger, den wir nicht vergessen dürfen. Der war allerdings schon von Anfang an dabei, Lukas Metscher. Hat einen super Lauf jetzt, erst recht unter Florian Kohfeldt, dem neuen VfL-Trainer. Jetzt natürlich die Frage, ob er eventuell auch für die Nati den guten Lauf fortsetzen darf oder kommt es dann zu früh. Wie schätzt du da Hansi Flick ein? Also ich glaube, er hat ihn nominiert, damit er dann auch spielen lassen kann. Gerade gegen so eine Mannschaft wie jetzt Liechtenstein, da ist ein gestandener Mittelstürmer sicher gefragt. Und nachdem wir alle, inklusive du, glaube ich, gejammert haben, Deutschland hat keine Mittelstürmer, sind jetzt ein paar da. Karim Adeyemi, der leider heimfahren musste, gehört dazu. Und natürlich Lukas Metscher, der gehört auch dazu. Und wenn du, glaube ich, das hat er ja wunderbar hingekriegt. Der Bundestrainer hat ihn nominiert. Und gleich, glaube ich, 2 Tage später dann, als es darum ging, das unter Beweis zu stellen, hat er das entscheidende Tor hier für den VfL Wolfsburg geschossen. Solche Leute braucht der Mann. Und Lukas Metscher ist eine ganz interessante Personalie. Ist ja in Deutschland geboren, als er 6 Jahre oder 7 Jahre alt war, ausgewandert nach England. Seine Mama ist Deutsche, der Papa ist Nigerianer. Dann hat er für Manchester City in der Jugend gespielt, für die U-Mannschaften von England. Sehr gut gespielt. Ja, und dann hat er wieder die Kurve gekriegt, U21, und jetzt einfach die Nominierung für die Nationalmannschaft. Ein interessanter Weg eines jungen Mannes, der alle Anlagen hat, aber wir wollen uns jetzt nicht so weit aus dem Fenster legen. Es ist ja oft so mit jungen Spielern. Also die müssen erst noch beweisen, dass sie auch wirklich internationale Klasse und möglicherweise irgendwann mal Weltklasse werden. Ja, da darf ich vielleicht an der Stelle, da passt genau, Florian Kohfeldt zitieren in unserem Exklusivinterview. Also sagt der neue VfL-Trainer, wir sollten jetzt vorsichtig mit ihm umgehen, auch wenn er natürlich in der Champions League vergangene Woche auch gezeigt hat, dass er auf hohem Niveau mithalten kann. Aber das war ja schon immer eine Frage, du hast angesprochen, die uns beschäftigt hat, die auch Hansi Flick beschäftigt. Wie sieht diese optimale Positionierung da vorne in der Offensive aus in den Zeiten nach Miroslav Klose? Wir haben ja den super Mittelstürmer, der da vorne die Dinger reinbuchtet, immer noch nicht gefunden. So ist es. Und Thomas Müller hat heute auch dazu ein bisschen Stellung genommen, hat auch gesagt, der Junge hat alle Anlagen. Aber was suchen wir für einen Mittelstürmer? Suchen wir wirklich eine Kante, wie das vielleicht Lukaku sein kann? Oder suchen wir jemanden? Und dann hat er natürlich ein bisschen gezögert, die berühmte Kunstpause gemacht, damit auch jeder genau zuhört. Wie einen wie Robert Lewandowski. Der ist nämlich auch keine Kante, ist aber genau der beste Mittelstürmer im Moment, den Deutschland hat. Und rein körperlich vom Typus her, da ähneln auch Adeyemi und Metscher diesem Typus. Ja? Und auch Jordi Burkhardt. Aber leider kommt es nicht nur auf Muskeln und Beine an und auf die richtige Kiloanzahl, sondern du musst einfach die Buden machen. Also so wie Robert Lewandowski. Da ist natürlich noch lange keiner in Sicht, aber das heißt ja nicht, dass es nicht noch kommen kann. Also erinnere dich an die Anfänge von Robert Lewandowski. Der ist damals in Dortmund, glaube ich, an Barrios gar nicht vorbeigekommen, hat nicht gespielt und war deshalb sehr sauer. Und heute ist er unumstritten der beste Stürmer der Welt. Ja, auch bei den Bayern in der ersten Zeit. Ne? Da hat er auch schon ein paar Chancen liegen gelassen, wo die Leute gesagt haben, oh, wird das mal ein ganz großer. Und jetzt mittlerweile ist er der Größte auf der Position schlechthin, lässt kaum mehr was liegen.
Johnny Burkhardt ist angeklungen, auch mit ihm haben wir sprechen können, Kapitän der U21-Nationalmannschaft. Da war unser Reporter Christian Akbasade unterwegs. Der hat ihm übrigens auch gefragt, ob der Wasserschaden von zu Hause schon behoben ist. Also da wären jetzt die Armaturen ausgetauscht und da wäre noch so eine Trockenmaschine drin. Aber ansonsten läuft wieder alles. Da gab es ja ein bisschen Konfusion, weil er gedacht hat, das wäre der Sanitärdienst und nicht der Bundestrainer. Also das sind auch wieder schöne Geschichten, wenn die Jungs dann vom Bundestrainer himself angerufen werden, Uli. So ist es. Vor allem, ich weiß ja nicht, wie du es hältst. Also ich kann das schon verstehen. Also unbekannte Nummer, da geht man nicht zwingend ran. Er ist aber dann irgendwie, hat er dann versucht zurückzurufen. Erst hat er gedacht, glaube ich, genau, es war irgendwie der Klempner, der also den Wasserschaden beheben will. Dann hat er zurückgerufen, dann ist aber Hansi Flick nicht hingegangen. Wahrscheinlich hat er sich die Nummer auch nicht merken können. Keine Ahnung, was los war. Aber sie haben dann zueinander gefunden und ich finde das wunderbar, dass Hansi Flick auch das jetzt nicht über irgendwelche Trainer und Co-Trainer und was weiß ich in Mainz jemanden ihm mitteilen lässt, sondern dass er das alles persönlich macht. Und er hat ja in dem Gespräch dann auch gesagt, dass er ihn im Auge hat, auch für die A-Nationalmannschaft, aber dass er natürlich für die U21 im Moment wichtiger ist. Und auch für ihn heißt es natürlich, nur weil du jetzt 4, 5 gute Spiele gemacht hast, auch in der Bundesliga, heißt das ja noch nicht, dass du international dann bei der WM alles niederreißt. Und das muss sich entwickeln, langsam entwickeln. Aber irgendwie finde ich es ja ganz gut, dass wir vor einem Jahr noch gesagt haben, oh weh, alles in den Tränen ausgebrochen, Deutschland hat keine Mittelstürmer mehr. Das, was uns immer ausgezeichnet hat, von Uwe Seeler über Gerd Müller, Rudi Völler, Miro Klose. Und plötzlich sind wieder drei Jungs da, die zumindest in die Fußstapfen treten können, wenn sich einer von den dreien wenigstens dann so entwickelt, dass wir irgendwann ja, in 2, 3 Jahren mal sagen, oder vielleicht sogar bei der Europameisterschaft in Deutschland, ui, schau dir diesen Mittelstürmer an. Also wir haben schon ein paar Matcher. Burkhardt haben wir besprochen. Adeyemi jetzt leider nicht mehr dabei. Als Kontaktperson musste er nach Hause. Timo Werner vergessen wir nicht. Ne? Der will sich auch durchbeißen beim FC Chelsea und natürlich auch in der Nationalmannschaft weiter dafür sorgen. Jetzt sehen wir gerade in der Gruppe Kevin Volland. Der ist ja auch immer so ein Hop-on, Hop-off-Nationalspieler. Was hältst du von ihm? Welche Lösungen gibt es für ihn auch? Er hat ja auch nicht immer auf seiner Lieblingsposition spielen dürfen. Also bei Kevin Volland, der tut mir irgendwie leid, der geht immer so ein bisschen unterm Radar durch, dann ist er in Bestform, dann wird er eingeladen und dann stellt ihn der Yogi als Linksaußen auf. Also das Einzige, was er noch nie in seinem Leben wirklich gespielt hat und was er auch nicht spielen kann. Und dann versemmelt er auch gleich die erste Möglichkeit. Also der hat irgendwie keinen Lauf, er ist immer irgendwie so wie der Ersatzpräsident, der dann irgendwann immer kommen muss, wenn Not am Mann ist und trotzdem vertraut ihn niemand so wirklich. Also auch jetzt ist er ja Notnagel, da braucht man ja gar nicht, gibt es kein Vertun. Hansi Flick hat ihn auf dem Schirm, aber ich glaube, er plant nicht wirklich mit ihm. Es ehrt auch Kevin Volland, dass er kommt, obwohl er wahrscheinlich schon ahnt, dass es, wenn alles normal läuft, er wieder nicht mehr eingeladen wird die nächste Zeit. Und zwar unabhängig davon, wie viel Buden er dann irgendwie in der französischen Liga macht. Aber er ist ja ein bayerischer Bub aus dem Allgäu und der sagt sich, wenn die Nationalmannschaft ruft, bin ich einfach immer mit dabei. Und das finde ich auch ganz schön. Es gibt ja auch Spieler, die dann in solchen Fällen auch schon mal gesagt haben, oh, ich bin gerade hier an der Côte d'Azur in Monte Carlo, da ist zwar jetzt auch November, aber wer der soll ich in Wolfsburg, zum Beispiel. Hab ja eh keine Chance, dass ich spiele. Nee. Genau, der Muskel zwickt, ich kann nicht. Ja, Hansi, wahnsinnig gern würde ich kommen, aber es zwickt gerade der Muskel, ja, der mit dem ich den Wein trinke oder hole. Nee, es ist eben kein so Typ und das finde ich toll. Wird angerufen, sofort ab, zusammengepackt, kleines Sturmgepäck, ab in den Flieger und kommt hierher, kam gestern um Mitternacht an und heute trainiert er. So, jetzt sind die Muckis schon ein bisschen warm gemacht worden, die Stimmbänder auch, was ich so mitbekommen habe. Jetzt geht es noch mal ein bisschen ans Laufen, ans Lockere und dann wird es ein bisschen taktischer. Worauf wird denn Hansi Flick in diesen Tagen überhaupt Wert legen? Was will er sehen gegen Liechtenstein? Oh, gegen Liechtenstein, oh, Thomas, das ist echt schwierig. Ja? Wir haben ja schon mehrfach, also der berühmte Bus vorm Tor, der langt ja nicht in dem Fall.
Die Liechtensteiner, ich will die jetzt nicht irgendwie als mindere Fußballer oder dass das Spiel weniger wertvoll ist. Ja, die haben das gemacht, was sie können, ne? Beim 2-0-Sieg. Also kein Wettkampffußball. Ja, die haben das gemacht, was sie können. Gut verteidigen und eklig sein. Die machen das, was sie können, ja. Und es ist nicht verboten, ja. Da nur zu verteidigen ist nicht verboten. Und heute kannst du mit der taktischen Ausrichtung und da die Ausbildung der Spieler überall besser geworden ist, kannst du da wunderbar defensiv spielen. Also auf ein bisschen höherem Niveau haben die Ungarn das auch gezeigt. Du kannst defensiv wirklich gut stehen und da tut sich jede Mannschaft der Welt tut sich dagegen schwer. Ob das die Franzosen waren oder auch die deutsche Mannschaft, vollkommen egal. Sie tun sich alle schwer und bei den Liechtensteinern ist es auch nicht mehr so, dass man denen so ohne weiteres 10 Stück reinhaut, weil sie es einfach können. Und da heißt, in erster Linie ist da Geduld gefragt, aber auch natürlich der nötige Ehrgeiz, der Wille, auch mal ein Tor zu erzwingen. Ja, und vielleicht ist Metscher genau der Typ, der da vorne drin dann einfach mal 4 überspringt oder 3 samt Ball mit ins Tor drängt. Vollkommen egal. Hauptsache, die Buden fallen irgendwie. Und Thomas Müller war heute bei der PK auch ganz gut. Da hat er gesagt, ja, natürlich erwarten viele Leute gegen Liechtenstein immer viel. Aber man hat es ja gesehen, dass mittlerweile jede Mannschaft das Verteidigen gelernt hat. Und er schraubt seine Ansprüche nicht zu hoch. Er ist immer zufrieden, natürlich mit einem guten Spiel. Aber wenn sie am Ende gewonnen haben, ist alles wunderbar in Ordnung. So, jetzt das berühmte Kreisspiel. Na, da geht es dann schon mehr zur Sache. Da wird dann auch mal ab und zu einer getunnelt. Dann gibt es wieder großes Gejohle. Uli, du hast natürlich die DFB-verantwortlichen Blick. Sobald wir raus müssen, sagst du Bescheid. Das können wir von hier nicht überblicken. Zum Schluss vielleicht noch eine Frage Richtung Jogi Löw. Die freuen sich alle, dass morgen ein Wiedersehen kommt und dass er dann wirklich auch gebührend aufgrund seiner langen und erfolgreichen Ära verabschiedet wird? Ja, also da ist große Freude, um noch die erste Frage zu beantworten. Hier tut sich noch nichts, wir dürfen noch länger zuschauen. Hansi Flick sieht das ja relativ locker, die 15 Minuten. Ich weiß nicht, wann er seine Stoppuhr laufen lässt. Vielleicht lässt er gar keine laufen, das macht er nach dem Bauchgefühl. Und jetzt hier beim Kreisspiel, da können wir sowieso nicht viel erdecken. Ich bin mir sicher, später, wenn es ein bisschen um Taktik oder dann auch um Spielformen geht, da müssen wir dann sowieso wieder raus. Aber alle freuen sich, du hast ja schon gesagt, auf Joachim Löw. Der bekommt morgen endlich seinen Abschied. Ja, klar sagen viele, Mann, wieso in Wolfsburg gegen Liechtenstein? Ja, man wollte es im Oktober machen, da war die Zeit einfach noch nicht reif. Und jetzt ist es dann soweit und morgen freuen sich dann alle, dass sie es machen können. Du siehst schon, hinter mir marschieren jetzt die Kollegen schon langsam raus. Und ich packe jetzt auch hier gleich zusammen. Also großer Abschied für Joachim Löw. Es gibt nicht nur im Stadion eine Fete, auch nachher im Mannschaftshotel. Und ich hoffe nur, dass der Jogi den Abschied bekommt, den er verdient hat, nämlich einen ganz großen. Uli Vogt habe ich hinter dir gesehen, der Wachhund quasi, wenn es um die Medienaktivitäten geht. Der strenge Blick war zu erkennen, aber wir sind eh am Ende unserer langen Schalte. Dankeschön, Uli, für die Begleitung des DFB-Trainings und morgen dann mehr zur Mannschaft.